Ich versuche wirklich, mein Bestes zu geben, aber es ist sehr kompliziert. Nun, ich hatte gehofft, das nicht sagen zu müssen, aber es sieht nicht gut aus. Meine Güte! Nein. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nichts mehr für ihn tun. Nein! Bist du dir sicher? Naja, nicht so schlimm. Er war ja nur ein anderer Kameramann. Er war nicht nur ein anderer Kameramann. Das tut mir leid. Ich wollte das nicht sagen. Ich kannte ihn schließlich nicht. Es ist okay. Aber weißt du, ich habe ihn wirklich geliebt. Es war vor langer Zeit in der Kameramannschule. Dort ging es wirklich streng zu. Sie wurden für den Ernstfall trainiert, sich gegen die Skibidi-Toiletten zu wehren. Hey, du da drüben, komm nach vorne. Hä? Nein, bitte, ich will das nicht tun. Bist du ein feiges Huhn oder was? Ich, naja, vielleicht. Die anderen beiden lachten das arme Kind aus, bis sich der Lehrer einschaltete und sagte, dass jeder hier ist, um etwas zu lernen. Nein, das war ich nicht. Er versuchte trotzdem herauszufinden, wer alles gelacht hatte. Und während der Lehrer die beiden zurechtwies, entschied er sich, Courage zu zeigen und etwas gegen Skibidi zu unternehmen. Und weißt du was? Er hatte es echt drauf. Letztendlich besiegte er Skibidi und bot allen Anwesenden eine echt coole Show. Hä? Wie hat er das gemacht? Träum süß, Skibidi. Nein! Alles erledigt. Gute Arbeit. Ich kümmere mich darum, Kinder. Hä? Wieder ein Problem, das einer Lösung bedarf. Na dann kommt mal her. Der Kameramänner, als er gegen die Skibidis kämpfte. Er übernahm die Kontrolle, bewegte sich so schnell, dass die Gegner nahezu keine Chance hatten. So einen Superheld hatte man bis dahin noch nicht gesehen. Mit seinen Pömpeln schaffte er es letztlich, die Skibidis zu besiegen. Das machte die Kameraschüler glücklich. Wow! Das war der Wahnsinn! Alle waren unglaublich stolz darauf, was dieses unglaubliche Kind geleistet hatte. Natürlich auch seine Eltern. Sie unterstützten ihn mit vielen Gebeten und ihrer Schon Liebe. Okay. Aber bereits kurz nach dem Triumph gab es eine weitere Skibidi-Invasion. Diesmal erledige ich das. Liebling, du musst das nicht tun. Aber Mama! Papa, nicht! Tatsächlich bekam Tumbes Vater die Situation in den Griff. Er war ein guter Kämpfer und gab dem Skibidi-Team eine Kostprobe. Er rannte so schnell, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Und das kam für alle sehr überraschend. Er war das Fundament der Superheldenfamilie. Doch dann kam alles anders. Hey, nimm das! Seine Frau wusste, dass ihr Kind noch nicht so weit war, sich der Gefahr zu stellen. Und brachte es an einen sicheren Ort. Mama? So viele ungerechte und schlimme Dinge geschehen auf dieser Welt. Ich weiß, aber du bist noch ein Kind. Und für den Moment bleibst du erst einmal hier. Tu das nicht! Ich muss gehen. Ich werde dich immer lieben. Hallöchen! Bleib, wo du bist! Nun musste die Mutter des Kameramannes gegen die restlichen Skibidis kämpfen. Sie hatte alles im Griff, bis einer sie hinterrücks überfiel und zu Boden brachte. Nein! Mama und Papa haben es nicht geschafft. Was soll ich jetzt tun? Hä? Dein Verlust tut mir sehr leid. Aber wir müssen los. Du bist unsere Zukunft. Wir verschwinden von hier. Deshalb muss er überleben, verstehst du nicht? Was für eine traurige Geschichte. Los, an die Arbeit! Also mal sehen, was ich alles brauche. Ein bisschen was hiervon. Mist, ich denke, das wird nicht klappen. Oh, bist du dir da sicher? Hey, ich hab da was. Geht zum Geheimraum. Dort lagern besondere Materialien. Das ist unsere letzte Chance. Okay, schon unterwegs. Schon unterwegs. Wir nehmen das. Und das. Und das. Und damit sind wir fertig. Machen wir das Wunder möglich. Hoffentlich klappt das. Gleich haben wir's. Weiter, weiter. Warte, ist er etwa wach? Du meine Güte. Bin ich am Leben? Wir haben es geschafft! Gute Arbeit, Leute! Das ist furchtbar! Hey Leute, das müsst ihr euch ansehen! Verflucht, ich brauche wirklich Hilfe.
Komm schon. Machst du etwas schlapp? Was sollen wir bloß tun? Oh nein. Ich erledige das. Was? Nimm das! Oh nein. Sprich dein letztes Gebet. Hier kommt etwas für dich. Nein, bitte. Ergebt euch! Hm? Mit mir könnt ihr es nicht aufnehmen. Hä? Kumpel, du bist am Leben. Nicht mehr lange. Ich schicke dich wieder zurück. Das glaube ich nicht. Nein! Diesmal nicht! Was zum? Wir müssen uns was einfallen lassen. Starke Vorstellung, Kumpel. Das ist es. Ihr schafft es. Ihr seid drauf und dran zu gewinnen. Okay. Nächste Runde. Oh, du denkst, du kannst gewinnen. Dann komm doch her. Aber sicher, ich werde gewinnen. Hier drüben! Was zum? Das hast du wohl nicht erwartet, hm? Und jetzt nimm das! Du Bastard! Ich komme wieder! So, wer ist der Nächste? Ha! Ich hab schon auf dich gewartet! Na dann, für dich habe ich was Besonderes! Hä? Nein, 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 nein! Du kannst nicht entkommen! Ja! Oh. Okay, geschafft. Hä? Mein Freund, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich wusste es. Hä? Ich glaube, ich muss weinen. Oh! Bist du okay? Mir geht's gut. Was wollt ihr von mir? Geht du weg. Hast uns nichts mehr zu sagen. Hey, hier drüben. Das Beste kommt erst. Und du kannst nichts dagegen tun. Au! Was macht ihr da? Ihr ruiniert das Experiment. Verzieht euch! Du bist hier? Natürlich bin ich das. Wie hast du mich gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähl sie dir. Ich führte Modifikationen an einem Skibidi durch. Es war höchste Zeit. Also habe ich ihnen ein neues Leben geschenkt. Als ich mich jedoch umdrehte, sah ich die vielen toten Skibidis. Ich wusste, ich muss ihnen helfen. Also belebte ich sie wieder. Doch dann lief alles aus dem Ruder. Ich sah, wie du von Titan TV-Mann und Titan Lautsprechermann attackiert wurdest. Und dann erschien auch noch einer dieser Kameramänner und jagte die Skibidis. Da lief etwas sehr, sehr falsch. Ich schwor mir, dass ich das nicht weiter zulassen würde. Also schmiedete ich einen Plan, um den Feind zu vernichten. Ich ließ die Spinnen-Skibidis aus meinem Mund und schickte sie in den Kampf, um die Monster zu besiegen. Als sie gerade dabei waren, die Schlacht für mich zu entscheiden, kam meine kleine Waffe ins Spiel. Die Mini-Skibidi. Sie hatte die Aufgabe, die Schaltkreise von Titan-Lautsprechermann neu zu verkabeln. Dabei schaffte sie es, ihn so umzuprogrammieren, dass sie ihn kontrollieren konnte. Von da an spielte der Titan-Lautsprechermann in unserem Team und stellte sich gegen Titan-TV-Mann. Titan-Lautsprechermann schlug ihn K.O. und als er ihn endgültig zerstören wollte, verschwand Titan-TV-Mann einfach. Er war zwar verschwunden, vergaß dabei jedoch seine Lautsprecher. Lautsprechermann stieg hoch hinauf in die Lüfte und brachte mir die Lautsprecher. Ja, alles verlief ganz nach Plan. Mein Vorhaben, das technologisch fortschrittlichste Wesen zu werden, wurde plötzlich Realität. Und hier sind wir nun. Du musst diese Schlacht gewinnen! Das werde ich. Hä?
Schau, er beobachtet wir uns! Wir werden diesen Kampf gewinnen! Nehmt das, ihr widerlichen Toiletten! Bringt ihn wieder! Gib mir aus dem Weg! Hier, jetzt werde ich deine Gedanken steuern! Mein Kopf! Alles klar, ich bin bereit für den Kampf! Nimm das! Du kommst mir nicht davon! Das ist echt einfach! Sieh nur da drüben! Bereit. Hey, wir haben alles im Griff! Skibidis zu vernichten ist nicht mein Ziel! Wovon redet der? Was tust du denn da? Das siehst du doch! Das ist dein Freund! Sei still! Ich habe keine Freunde! Du erkennst mich wirklich nicht? Wir sind Freunde! Warte, du hast recht! Ich erinnere mich! Oh nein, das tust du nicht! Ich muss den Feind zerstören! Warte, ich bin's! Mein Befehl lautet, alles und jeden zu vernichten! Du bist ein Eindringling und musst zerstört werden! Jetzt! Schnell, wir brauchen hier Hilfe! Okay, verstanden. Ich tue, was ich kann. Ich bin unterwegs. Nein! Das ist dein Ende. Bitte, du musst dich erinnern! Ich weiß, ihr seid meine Freunde, aber... Skibidis! Angriff! Ja, das ist euer Ende! Das ist das Ende! Bis hierhin und nicht weiter. Sagt auf Wiedersehen. Du hast uns gerettet. Ihr seid in Sicherheit, Leute. Danke, TV-Frau. Nein! Was zum... Was? Macht euch bereit zu sterben! Hey Mann, wir müssen von hier weg! Was du nicht sagst. Komm her, schau dir das an! Das ist euer letzter Moment auf der... Wir sind erledigt! Vernichte sie, Soldat! Schnell, du musst erhoben, die Kontrolle über diesen Skibidi gewinnen! Yes, Sir! Skibidi! Ich muss da hoch! Oh, welch schöner Vogel! Mach dich! Weg da, du Sternfried! Lass mich gefälligst los! Was? Was? Ich bin zurück. Tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe. Ich vernichte jeden Einzelnen von euch! Deine Zeit ist abgelaufen. Bye, bye. Ich hab's! Geschafft! Ihr seid so widerlich! Warum liegt hier überall so viel Müll herum? Das muss bald jemand sauber machen. Zeit, hier mal aufzuräumen! Was zum... Da! Hey, ihr Verlierer! Ihr könnt ja nicht mal sprechen! Skibidi! So ist das gut! Du wirst schon sehen! Nein! Warum? Ja, schon viel besser! Gut! Wovon redet sie da? Sie macht sich über uns lustig! Runde 2! Angriff! Hast du das gesehen, Kumpel? Ja, verdammt, du bist die Größte! Vorsicht, hinter dir! Oh-oh. Das ist so nah! Was war das? Moment, solltest du nicht auf unserer Seite stehen? Lautsprecherfrau! Nun gut, du lässt mir keine Wahl. Weg da, du widerliche Toilette! Ich komme! Du wirst mich nicht besiegen. Nimm das! Ich kann gar nicht hinsehen. Oh-oh, das war keine gute Idee. Oh nein! Kameramann! Du meine Güte! Oh, das ist mein Ende! Mann schlägt! Keine Frauen! Ist er jetzt einfach abgehauen? Oh, darf ich helfen, Miss? Oh, danke. Du warst so mutig, Titan-Lautsprechermann. Lasst uns zurück zur Basis gehen. Gute Idee. Oh nein, ich will nicht draufgehen! Komm zurück! Nein, du verstehst nicht! Hör mir doch zu! Das interessiert mich! Oh, das war knapp! Komm zurück! Hier finden Sie mich nicht! Was sagst du da? Leute, bitte lasst es mich erklären! Bitte, hört mir doch zu! Dann los! Alles begann so.
Ich habe versucht, meiner Freundin Snail zu helfen. Sie wurde schwer verletzt. Ihre Schale war kaputt. Also haben wir versucht, einen Zaubertrank zu brauen, um ihr zu helfen. Sie war in einem wirklich schlechten Zustand. Ich gab ihr den Trank. Dann haben wir einen Moment gewartet. Doch mein Zaubertrank hat nicht gewirkt. Im Gegenteil, es hat es nur noch schlimmer gemacht. Also warf ich den Trank in die Toilette. Und dann kam sie völlig verändert zu mir zurück. Natürlich habe ich beschlossen, es auszuprobieren. Und diesmal hat der Trank wirklich funktioniert. Wir haben uns so sehr gefreut. Aber plötzlich fühlte sich Snail wieder schlecht. Sie verwandelte sich in einen Skibidi. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Meine Freundin war nicht mehr dieselbe. Sie war jetzt böse und tat alles, was Skibidis tun würden. Ich habe es ihr sogar gesagt, aber sie nahm einen Trank und warf mich in einen Käfig. Sie haben sich einen bösen Plan ausgedacht, um alle Regenbogenfreunde zu verwandeln. Es war furchtbar. Ich konnte nichts tun. Skibidi hat es einfach geliebt und ich konnte nur zuschauen. Snail verfolgte jeden von euch. Sie war bereit, mit der bösen Verschwörung fortzufahren. Sie gab Orange einen köstlichen Milchshake, gefüllt mit all den Dingen, die er mag. Und natürlich ist Orange in die Falle getappt und hat es getrunken. Zu diesem Zeitpunkt begann sich das arme Ding komplett zu verändern. Sein nächstes Opfer war Blau. Orange war derjenige, der ihn verwandelte. Blau konnte sich nicht helfen und musste einen Blick auf die mysteriöse Toilette werfen. Der arme Kerl hatte keine Ahnung, was hier passieren würde. Er benutzte sie und fühlte etwas Seltsames. Dann tauchte Orange auf, der ihn mit einem einzigen Bissen in eine Toilette verwandelte. Skibidis Plan war in vollem Gange. Ich habe versucht, ihn zu konfrontieren. Ihm zu sagen, dass er aufhören soll. Doch das machte die Sache nur noch schlimmer. Er hat einen weiteren Skibidi gerufen, welcher noch gruseliger war als er. Dieser Skibidi versuchte mich zu berühren, aber ich wich seinen Angriffen aus, bis er anfing, mein Gehirn mit der Zunge zu kontrollieren. Sein nächstes Opfer war die arme Zyrn. Sie machte sich Sorgen um Blau, weil er verschwunden war. Aber dann kam er aus dem Nichts und schnappte sich Gelb. Und genau wie die anderen verwandelte auch er sich. Zyrn sah dies und bekam große Angst. Dann fing Blau an, sie zu jagen, während sie ihn bittete, wieder normal zu werden. Doch Blau hörte nicht zu. Er war korrumpiert. Sie gab ihr Bestes und gerade als sie es schaffen sollte, wurde sie von Gelb gebissen. Nein! Während Zyrn sich verwandelte, konnte Blau sich schließlich erinnern. Sein Herz war gebrochen, als er die Liebe seines Lebens derart leiden sah. Doch er konnte nichts dagegen ausrichten. Zyrn hat sich in einen Skibidi verwandelt. Natürlich war Skibidi glücklich darüber, dass sein Plan funktionierte, die Kontrolle über jeden Einzelnen zu haben. Die anderen Skibidis fingen an, Oddworld zu verwüsten. Sie wollten alles zerstören. Ich konnte all das mit ansehen. Und aus irgendeinem Grund erlangte ich wieder die Kontrolle über meinen Körper. Ich musste ihnen helfen. Doch zuerst musste ich den Skibidi loswerden, der mich kontrollieren wollte. Ich nutzte meine gesamte Kraft, um die Gitterstäbe des Käfigs zu öffnen. Ich versuchte es und versuchte es. Doch ich war einfach zu schwach. Doch dann fiel mir ein, dass ich den Schlüssel bereits von Anfang an bei mir hatte. Ich suchte nach einer magischen Tinktur, um meinen Freunden zu helfen. Doch dann sah ich euch beide verloren herumstehen. Und verwandelte euch. Das tut mir auch echt leid. Doch es musste sein. Ihr seid die Auserwählten, uns alle zu retten. Erneut. Es tut mir wirklich leid. Aber es war nötig. Okay, wir glauben dir. Was? Hier sind wir! Oh nein! Schnappt sie! Wirklich stark! Das sollte ausreichen. Nicht so schnell! Ich kann gar nicht hinsehen! Jetzt bin ich am Zug, sie zu retten! Keine Angst, Leute! Hier komme ich! Nehmt das! Wir sind zurück! Oh nein! Hey. Zeit, dich loszuwerden! Nein! Wir haben's geschafft! Sehr gut! Deine Tage sind gezählt! Ich renne doch schon! Schneller!
Gleich haben wir dich. Verdammt, das ist fast schon zu knapp. Oh Mann. Was geht hier vor? Tja, eine Diät würde euch gut tun. Spieler, sie weinen. Die haben wir gut reinbekommen. Genau, ihr werdet die Queen treffen. Könnt ihr bitte den Fahrstuhl reparieren? Aber passt auf, dass Chester euch nicht reinlegt. Bye. Bye-bye. Wir nehmen das wirklich ernst. Wenn Chester sie zum Lachen bringt, könnte Queen Bounce Celia aus Versehen ein Portal öffnen, das uns alle vernichtet. Spieler, wo gehst du hin? Dieser Ort sieht... Nein! Komm zu mir. Was war das? Spieler? Spieler? Du bist mein Abendessen, verstanden? Klasse Arbeit, Opila Baby! Alles ist wieder unter Kontrolle. Hey. Wir sollten dennoch aufpassen. Der Nap-Nap versteckt sich hier irgendwo. Was? Oh, gute Idee. Sag mir Bescheid, Opila Baby. Ja. Wow. Vorsicht! Ein Monster! Das war knapp. Komm her, wir haben dich. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja. Haben wir sie abgehängt? Ich sieh nur, wir nicht. Haben ein Bauteil gefunden. Wir müssen hier weg. Jetzt. Du hast recht. Hoffentlich schaffen wir das, Opila Baby. Spieler! Baby! Das ist für dich. Bravo, Sheriff. Okay, reparieren wir das. Es ist Bam Bam. Ich werde euch nichts tun. Folgt mir einfach. Okay, ich trau dir. Siehst du? Alle sind hier. Aber du brauchst dir keine Gedanken machen. Es ist besser so. Glaube mir. Warum munterst du sie nicht auf? Sie kann gerade nicht sprechen. Oh, ein bisschen Gemüse. Oh, was macht ihr hier? Oh, Jumbo. Es ist Chesters Raum. Wow, sieh dir mal den ganzen Kram an. Die Krone. Bist du ein Dieb oder was? Was zum... Sollen wir dir einen Trick zeigen? Nichts wie weg! Das war knapp. Hey Spieler, willkommen zurück. Zuerst lasst mich euch vorstellen, Mister... Zeig mir dein wahres Gesicht, du Teufel! Halt die Kappe! Warte! Bam Bam! Oh nein. Tu das nicht! Du bist krank! Nutzloses Monster! Muss die Kontrolle behalten! Los, Spieler, schnapp dir das Bauteil! Geht es dir gut? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich mache mir wirklich Sorgen um Babalena. Zuerst war sie ohne erkennbaren Grund super aufgebracht. Ich wollte ihr helfen, doch sogar Snail war geleitet von Wut. Nur deine Eltern haben es überstanden. Das ist zu deren eigenen Sicherheit. Oh nein. Ist das ein Fuchs? Was zum? Das war lustig. Hey, ich fang mich doch. Eine Ratte hier. Ach ja? Du hast keine Chance. Was? Du bist mit niemals dabei. Ihr könnt laufen, aber euch nicht verstecken. Ach du Heiliger. Das war viel zu einfach. Hilf mir. Bin gerade beschäftigt. Wir haben es geschafft. Vögelchen, was hast du vor? Lass sie gefälligst in Ruhe. Oh nein! Ich schaffe das! Ist mir doch egal! Los geht's! Hier komm ich! Was? Oh nein! Du bist zurück! Oh! Genug! Dich packe ich mir! Wow! Du brauchst keine Krone, um den Clown zu versohlen! Heilige Spaghetti! Sie lacht! Das war's wohl! Oh Gott, das Was geht hier ist mein vor? Ende. Oh. Gelbkumpel. Nein, wer würde so etwas tun? Wer Brüter. Was zum Gelb? Gut, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge von Detective Rot. Einer von euch hat Gelb platt gemacht. Was? Nein. Oder du. Oder du. Oder du. Wie sieht es mit dir aus, Orange? Erzähl doch mal, wo du warst. Ich hab nichts Spannendes getan. Mal sehen. Ich war den halben Morgen damit beschäftigt, eine Torte für alle zu machen. Doch mir hat eine Zutat gefehlt, um die Spitze der Torte zu bestücken.
Doch dann tauchte wie aus dem Nichts die perfekte Krönung vor meinen Augen auf. Das ist so schön. Es ist schon lange her, seit ich einen Marienkäfer gesehen habe. Du brauchst dich nicht verstecken. Wo bist du, kleines Ding? Hey, Cyan, ich weiß, wo es da ist. Da vorne? Okay. Ich habe Cyan reingelegt und sie nach dem Marienkäfer suchen lassen, den ich vorbereitet habe. Doch in Wirklichkeit ist es nur ein angemalter Stein. Das kann doch nicht wahr sein. Wer würde mir sowas antun? Das hatte Orange also geplant. Wo ist er? Nun gehörst du mir. Hey, Cyan, wie geht's dir? Ich weiß, was du getan hast. Das warst du. Nun sind meine Zähne kaputt. Mach dir keinen Kopf. Das kann dein Zahnarzt sicher retten. Tschö. Das gefällt mir gar nicht. Alles lief nach Plan. Der Sieg gehörte nur mir. Doch dann sah ich, dass meine Torte verschwunden war. Jemand hat sie gestohlen und ich folgte den Hinweisen. Ich hielt grün für den Verantwortlichen und musste meine Rache planen. Das ist meine Geschichte. Dann warst du es also doch, Orange. Ach komm schon, nicht alles gehört dir, verstehst du? Gib also nicht mir die Schuld. Du hast mir das angetan. Jetzt reicht es aber endlich. Das war also, was ist mit den zwei? Hey, ihr da! Einer von euch ist der Mörder. Aber ich bin nicht... Dann erzähl mal, Grün. Was hast du heute gemacht? Schon gut, ich erzähle es dir. Das war so. Ich hatte eine Menge Spaß mit meinen Spielzeugen, als ein Marienkäfer auftauchte. Was soll das? Hey, bester Teil eines genialen Plans sein? Aber sicher. Du wirst die Torte stehlen. Schon so gut wie erledigt. Gehen wir. Wir müssen nur in diese Richtung. Gehen wir. Ich will diesen Marienkäfer. Wir gingen auf Orange zu, um die Torte zu stehlen. Doch als wir dort ankamen, hat Orange sich entschieden, die Torte woanders hinzubringen. Cyan suchte nach etwas, das ich hatte, aber ich würde meinen neuen Freund niemals verraten. Doch Cyan wurde wirklich wütend, also musste ich ihr sagen, dass ich nichts von einem Marienkäfer wüsste. Ich habe sogar für einen Moment verrückt gespielt, doch all das half nichts, denn als ich mich umdrehte, konnte man den Marienkäfer gut sehen. Sieh mal, was davon! Das war echt knapp. Das hast du wirklich gut gemacht. Danke. Kein Problem. Orange kommt, wir sollten uns verstecken. Das riecht so gut. Oh, sieht das lecker aus. Ein bisschen kann ja nicht schaden. Jetzt nur noch. Oh nein, ich muss es reparieren. Wer war das? Wer vergreift sich an meiner Torte? Orange konnte uns nicht finden. Und dank einer Idee, die der Marienkäfer hatte, waren wir in der Lage, die Torte von Orange zu stehlen. Doch dann wurde ich von jemandem gesehen. Hey, was machst du da? Ach, gar nichts. Warum fragst du? Zeig mir deine Hände. Findest du nicht auch, dass wir heute gutes Wetter haben? Versuch dich nicht herauszureden. Du versteckst etwas. Nun, ist ja auch egal. Aber ich weiß, dass du was versteckst. Lila hätte mich fast erwischt. Dann kehrte der Marienkäfer zurück und sagte mir, dass Orange zurückkehren würde. Also legte ich die Torte wieder an ihren Platz. Zum Glück hat Orange nichts von all dem bemerkt. Also warteten wir, bis Orange die Torte wieder dekorierte. Doch unser Plan wurde unterbrochen. Da Cyan den Marienkäfer fand. Wo willst du hin? Dann kam endlich der Moment, auf den ich gewartet hatte. Ich konnte die Torte essen und sie war einfach super lecker. Ein wahrer Gaumenschmaus. Und das war meine Geschichte. Irgendwie ist mir das jetzt peinlich. Versuch dich nicht herauszureden. Nun ergibt alles einen Sinn. Du bist für all das hier verantwortlich. Was? Aber Kumpel... Red dich nur nicht raus. Mach ich doch gar nicht. Der Kuchen war echt lecker. Wirklich, danke. Ich mach dich fertig. Was für ein Durcheinander. Also, wer fehlt noch? Ich kann es nicht glauben. Du bist es gewesen. Nein, wieso? Erzähl mir deine Geschichte. Nun, also, heute habe ich ein paar Pranks mit Blau gespielt, welcher mit seinen Bauklötzen spielte.
Vielleicht habe ich etwas übertrieben, aber ich wollte einfach nur etwas Spaß haben. Blau war echt sauer deswegen und ich fing an, seine Klötze zu sortieren. Okay, niemand wird ab jetzt mit meinen Klötzen spielen. Sehe ich etwas anders? Wie kannst du es wagen? Du wirst mir nicht entkommen. Ach bitte, du kriegst mich niemals. Tschö. Wo versteckst du dich? Hab dich. Oh, das ist so anstrengend. Ich hab's. Wo ist er hingegangen? Das kann doch nicht. Blau hatte mich gepackt und gerade als ich dachte, das wäre es gewesen, wurde er von einem Marienkäfer abgelenkt. Ich gab ihm einen kleinen Klapser auf den Hinterkopf, was wirklich lustig war. Ich werde das Gesicht nicht vergessen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Nimm deine Griffel runter. Langsam wird es anstrengend. Also, wer könnte es gewesen sein? Wer ist der Täter? Hey, du bist der Einzige, der seine Story das noch nicht hat. Jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Nein, 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 das darf nicht passieren. Also, ich erzähle euch alles. Ich saß auf der Wiese und plante böse Experimente, als der Marienkäfer auftauchte. Oh, hi. Oh, hallo. Möchtest du Teil meines bösen Plans sein? Aber sicher will ich das. Der Marienkäfer half mir, ein paar lustige Pranks für euch Monster zu planen. Alles, was ihr heute erlebt habt, war unser Werk. Sogar der falsche Marienkäfer war von mir. Ich sah, dass Cyan Hunger hatte und wusste, dass sie denkt, er sei echt. Und schon lief sie hinterher, um ihn zu fangen. Das war der erste Streich. Doch der zweite folgte zugleich. Ich bin so hungrig. Hast du das auch gehört? Das ist doch mal ein Plan. Wir wussten, dass Grün und Orange einen großen Appetit hatten. Also ließen wir ein Buch an der Seite von Orange zurück, wo er die Idee für eine leckere Torte bekam. Wir wussten von Anfang an, dass Grün die Torte von Orange essen würde. Und das würde für eine Menge Radau sorgen. Dann sahen wir Blau, wie er mit seinen Bauklötzen spielte. Wir suchten nach einem neuen Opfer. Also entschieden wir uns für Lila und machten ihn auf Blau aufmerksam. Lila spielte ein paar lustige Pranks mit Blau. Unser Plan ging auf. Das war doch wirklich lustig, nicht wahr? Hey Leute, es war nur eine Reihe an Pranks. Yep, nur ein Prank. Hey, will mir mal einer sagen, was hier los ist? Aber wie ist das möglich? Du warst doch völlig hinüber. Naja, also eigentlich war ich am Fliegen und knallte gegen eine große Wand. Und das ist auch schon alles. Ach so.